Noch sehr laut wegen dem Feuerwerk, aber wir beginnen unser kleines eigenes Fest. Ich hoffe, man hört mich laut und deutlich genug. Trotz dem ganzen Geballer hier, dem ziemlich sinnbefreiten Geballer. Ich zeige jetzt mal in die Kamera, also ihr seht schon in der Kamera diesen Topf auf so einem Dreibein, Eisendreibein. Dann seht ihr hier noch diesen niegelnagelneuen Koran von der Ahmedia, Koran-Version von der Ahmedia. Jetzt stellen wir diesen Koran in die Mitte des Topfes. Ich versuche noch mit der anderen Kamera hier noch ein zusätzliches Bild einzufangen. Ist alles nicht ganz so einfach. Und das ist vor allem nicht so hell. Ich denke, ich kriege schon noch ein. Kein Bild mit der Kamera. Von meiner Seite aus zu dunkel. So. Was mache ich jetzt? Nun, ich schaue gerne Serien hin und wieder, wenn sie denn einen gewissen Tiefgang besitzen. Einen gewissen Tiefgang hatte vor allem für mich Breaking Bad. Und dann hat mich eine Szene inspiriert. Und zwar die Szene, in der Walter White und Jesse die Chemikalien aus dem Lager geklaut haben. Wie haben die das angestellt? Das Ganze mit Thermit. Ich kannte Thermit schon vom Namen her, war also nichts Neues für mich. Aber ich habe es noch nicht selber getestet. Das ist jetzt nicht mein erster Thermitversuch, aber mein erster, den ich in Verbindung mit dem Koran zeige. Allah hat mir heute einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er es die ganze Zeit ein bisschen rieseln gelassen hat. Und mit nassem Thermit wird das Ganze ein bisschen schwerer. Ganz besonders, weil ich natürlich nicht die perfekte Thermitmischung auf die Beine kriege. Ist ja logisch, ich bin kein Chemiker. Aber ich denke, ich habe hier wieder eine Mischung hervorgebracht, die brennen wird. Vermutlich brauche ich ein paar Versuche bezüglich des Initialzündvorgangs. Doch ich denke, ich kriege das hin. Ich habe hier etwa 1,5 bis 2 Kilo, ich weiß gar nicht, oder waren es. Ja, dort herum. Jetzt schütte ich das hier in diesen Topf hinein. Jetzt ist der Koran umgefallen. Das kann ich auch noch hier rein tun, weil bei
1200 bis 1700 Grad sollte das Thermit eigentlich das bisschen Plastik wegmachen können. Bisher hat es immer sehr gut geklappt mit der Zündung, wenn ich Wunderkerzen benutzt habe. Deshalb stecke ich mal hier so zwei herein. So, und dann testen wir das mal. Sobald der Brennvorgang fertig ist, mache ich dann mit einer dieser zwei Kameras, die gerade laufen und das von der Ferne aufnehmen, eine Nahaufnahme, vielleicht nur Fotos, aber ich denke, ich kriege auch kleine Videos hin, nach dem Brennvorgang selber, wenn es quasi nur noch vor sich hinkugelt. Seite. Der Topf wird mit ziemlich großer Sicherheit platzen, aber ich habe ihn verstärkt mit einem Band, also mit Klebeband und Plastik. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger gerade heißen. Kommen Sie langsam in die Thermit rein. Das ist das hier aus der Ferne. Oh, die Zündung hat geklappt, jetzt ist alles. Ihr seht schon so ein richtiges Feuer. Dann sehen wir uns das an, ob der Koran überlebt hat. Dieser Hitze. Oh, sieht nach einer guten Thermitmischung aus. Könnte sogar mein Dreibein gefährden. Stinkt es natürlich ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob das Schwefelgeruch ist. Ist hier kein Schwefelgeruch, aber. Oh, jetzt ist das Thermit durchgedrungen. Zum Boden und jetzt. Bild haben noch ein bisschen raus. Doch, die Thermitmischung war gut, hat ein schönes Feuer gegeben. Dann kann ich eine der Kameras hier nehmen, in die Nähe gehen, sehen wir uns das an, wie sich das entwickelt hat. Würde man meinen, der Koran hat das nicht so richtig überlebt. Ich werde dann zu Hause noch genau zeigen, welcher Koran es ist, weil ich habe zwei Stück davon gehabt. Jetzt habe ich halt nur noch ein Stück. Ich lasse es jetzt einfach nur ein bisschen vor sich hinkucheln. Wird jetzt die Muslime ganz erzürnen. Der Eik hat vor laufender Kamera einen Koran verbrannt. Ja, das war mein Feuerwerksbeitrag für das Jahr 2015, 2016. Die ganze Gegend wurde hier schön gerade für ein paar Sekunden erleuchtet. Man sollte nicht direkt ins Feuer gucken, habe ich gemacht. Habe ich noch einen kleinen Fleck im Auge, aber das geht auch vorbei. Die Augen haben mich bisher nie verlassen. Das ist das Interessanteste an mir. Ich habe schon so oft in die Sonne geguckt, aber die Augen sind das Bestfunktionierende meines Körpers. Interessant. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.